Hallo ihr Lieben. Gestern habe ich mich mit einem lieben Freund in meiner Teiner unterhalten über Sales und Marketing und Marketing und Sales. Und ich bin ja bekennender Marketing-Enthusiast, Marketing-Evangelist. Und Werner ist Netzwerker, Unternehmer und vielleicht auch der, ich will ohne ihn beleidigen zu wollen, der Pragmatiker von uns beiden und sicherlich auch der bessere Vertriebler im Sinne von Verkäufer. Ist jetzt Sales Teil des Marketing oder ist Marketing ein Zulieferer für den Vertrieb und oder Sales? Das ist die spannende Frage. Irgendwie, glaube ich, haben wir beide recht. Ist nämlich eine Frage, wie wir A, Sales definieren und B, Marketing definieren. Wenn wir Sales definieren in der Aufgabenstellung eines Tages etwas verkauft zu haben, dann ist sicherlich Marketing Teil von Sales, weil Marketing dient letztendlich dem Verkaufen und der ganzheitliche Marketingansatz, also die Ausrichtung auf den Markt, auf den Kunden, die Kundenzentrierung ist ein besonderes Merkmal, das Hauptmerkmal von Marketing, ist dann ja, die Unternehmensphilosophie. Wenn ich Sales definiere als die Funktion, Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunde zu sein, also das eigentliche Produkt oder die Dienstleistung zu verkaufen, im Sinne Verträge zu gestalten und Deals sozusagen abzuschließen, dann ist es wiederum Teil des Marketing. Dazu muss ich wiederum ganz klar sagen, Marketing darf oder sollte man nicht so verstehen, wie es viele Unternehmen verstehen, nämlich als die Kommunikationsabteilung oder noch schlimmer die Werbeabteilung, die ich jetzt verbal aufrüste und sie zur Marketingabteilung erkläre. Und letztlich immer noch dieselben Aufgaben bleiben, nämlich Kommunikation, Messen, Ausstellungen, Flyerchen produzieren, was alles dazugehört. Manchmal auch ein bisschen Social Media, Kommunikation, was immer dazukommt, aber das ist alles Kommunikationsthemen. Dann ist natürlich das Marketing auch missverstanden und dann würde jeder Vertriebler zu Recht sagen, also bitte die Marketingabteilung, sprich die Kommunikationsabteilung, soll mir insofern zuarbeiten, als dass sie Leads generiert, Interesse weckt, Image entsprechend darstellt, also produziert, beeinflusst, dass die Leute ein gutes Bild von mir, meinem Unternehmen, meinen Produkten haben, dann ist das alles komplett richtig. Wenn wir Marketing aber in seiner ursprünglichen Idee verstehen, nämlich als ganzheitliche Unternehmensführung, dann haben wir eben klassisch die klassischen Marketing-Ps, die bestehen aus Promotion, Place, Price und eben Product. Ja, dann bin ich in einer Ebene, wo ich sage, da ist natürlich Sales als Teil des Places. Place im Sinne von, da ist der Platz, wo verkauft wird sozusagen, der Ort, wo verkauft wird. Dann ist dort der Sales angesiedelt und es ist Teil des Marketing und alle diese Bestandteile müssen ineinander arbeiten, müssen einander zuarbeiten. Der beste Vertriebler wird sich schwer tun, gegen ein schlechtes Image anzukommen. Das beste Image nutzt nichts, wenn der Vertriebler nicht in der Lage ist, einen Vertrag abzuschließen. Wenn beide einen tollen Job machen, aber das Produkt schlichtweg zu teuer ist, wird es auch hart. Und wenn das Produkt an sich schon mal nicht so richtig den Bedürfnissen der Kunden entspricht, haben, selbst wenn alle anderen drei Disziplinen hervorragend arbeiten, hat man es schwer am Markt erfolgreich zu sein. Deswegen heißt, ist Marketing die Kunst, ein Gesamtkunstwerk zu erstellen und das, darum geht es. Und dann ist natürlich Sales ein Teil, der gut arbeiten muss, damit es insgesamt funktioniert. Mittlerweile spricht man übrigens von 7 Ps, da kommen noch die People dazu, also die Menschen ihrer Bedeutung für das Gesamterfolg. Die Physical Factors als Faktor für den Gesamterfolg. Physical Factors meint so was wie Gebäude, Maschinen, beziehungsweise eben eher das, so, das, was man anfassen kann, was man riechen kann, was man schmecken kann von dem Unternehmen. Also denkt man sowas an wie ein Apple Store, der hat irgendwie eine Aussage zum Unternehmen. Das nennt man, oder auch die Ausstattung von Mitarbeitern mit entsprechendem Equipment. Auch das hat mittlerweile Ausschlag auf Einfluss auf den Unternehmenserfolg, die Physical Factors. Und last but not least haben wir dann, welchen habe ich jetzt vergessen, Processes, also die Prozesse als ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich erzähle immer, Amazon ist nicht erfolgreich, weil sie unbedingt die super, super guten Preise haben, sondern weil sie sehr, sehr gute Prozesse haben und es sehr angenehm und sehr bequem ist, dort einzukaufen oder auch mal Dinge zurückzugeben. Das flutscht einfach, da fühlt man sich in guten Händen. Und Prozesse sind natürlich der Maßstab, der Unternehmen beim Kunden erlebbar macht, ob sie sozusagen ihre eine hohe Qualität liefern oder eben auch nicht. Jo, das war der Rundumblick. Insofern habt ihr jetzt vielleicht einen Eindruck, dass wie wir Sales und Marketing einsortieren. Also Werner hat recht im Sinne von
Sales ist ganz, ganz wichtig und Marketing muss dem Sales im Sinne von dem Gesamterfolg, dem Vertriebserfolg dienen. Allerdings ist eben der Vertrieb in seiner Funktion Teil des gesamten Kunstwerks Marketing, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Ich hoffe, euch hat dieser Beitrag ein wenig genutzt. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da und freut euch auf eins der nächsten Videos. Horrido, wir sehen uns. Bye, bye.